Was gestern mit der New York Community Bank Corp angefangen hat, nämlich ein Abverkauf einer Regionalbank, das hat sich in Asien fortgesetzt mit der Aozoda Bank, eine japanische Bank, die hohe Exposure hat an US-Gewerbeimmobilien, über 700 Millionen Dollar an Krediten, die offenkundig nicht mehr richtig bedient werden. Und das Ganze setzt sich heute im New Yorker Handel fort. Wieder mal die New York Community Bank im Fokus, aber auch andere Banken im Fokus, der Regionalbankenindex sehr stark unter Druck, aber auch die großen Banken in den USA sind heute unter Druck und all das wahrscheinlich ist kein Zufall, denn am 11. März, so hat die Fed angekündigt, wird das sogenannte Bank Term Funding Program auslaufen, also jenes Programm, das die Fed installiert hat, um die Banken zu retten, die Regionalbanken zu retten im Frühjahr letzten Jahres, als wir diese Regionalbankenkrise hatten. Und diese Regionalbankenkrise ist im Grunde auch eine Folge der Fed-Politik, denn diese Banken waren auch regulatorisch gezwungen, sich Staatsanleihen zuzulegen in Zeiten von Nullzinsen, also die Kurse der Staatsanleihen sehr, sehr hoch waren, weil die Renditen ganz unten waren. Und dann entstand eben die Situation, dass die Fed die Zinsen angehoben hat, die Kurse der Anleihen fielen und die Fed dann eben auf die rettende Idee gekommen ist, wir könnten den Banken doch sagen, ihr könnt eure Staatsanleihen zu 100% Nennwert bei uns hinterlegen. Dann schien die Bankenkrise erstmal erledigt. Jetzt poppt das Ganze aber auf, wo eben dieses BTFP-Programm auszulaufen droht. Und jetzt ist die Frage, verursacht die Fed eine zweite Crashwelle mit dem Enden dieses Programms. Das ist jetzt im Fokus vor den heutigen Zahlen von Meta, von Amazon und natürlich von Apple. Wir wollen uns die Dinge mal anschauen. Hier sehen wir es, der KRE, also das ETF, das Regionalbanken in den USA abbildet. Wieder sehr stark unter Druck. Sven Hendrik kommentiert hier ironisch, almost time to expand the balance sheet again. Gemeint ist damit die Bilanzsumme der Fed. Also mit anderen Worten, es ist Zeit, wieder Liquidität in die Märkte zu pumpen. Wir sehen aber auch hier zum Beispiel eine Wells Fargo über 4%, eine Bank of America 2,5% im Minus. Also kein guter Tag für den Finanzsektor in den USA. Und es erwischt neben der New York Community Bank Corp, die heute einmal mehr 12% verliert, nachdem es gestern schon über 40% nach unten ging. Heute auch die Western Alliance Bank Corp, die kennen wir noch aus der ersten Regionalbankenkrise. Und wie Zero Hedge hier sagt, der Markt sagt zu Jerome, Servus, schöne Regionalbanken hast du da. Wäre ja ein Drama, wenn denen etwas Schreckliches zustößen würde. Bist du denn übrigens immer noch davon überzeugt, dass du im März nicht die Zinsen senken wirst? Also hier sehen wir, der Markt, der wird unruhig, das sehen wir schon an anderen Punkten. Hier sehen wir mal, wie die Lage der Regionalbanken in den USA ist. Das, was hier nach oben geht, das sind die Cash-Reserven der großen Banken, also der JP Morgans und wie sie alle heißen. Was hier blau ist, das sind die Cash-Reserven der kleineren Banken, und was hier ganz nach unten geht, das sind die Cash, ist das Cash der kleineren Banken in Relation zu ihren Total Assets, also zu ihren gesamten Vermögenswerten. Und genau das ist das Riesenproblem, das jetzt diese Banken haben. Sie sind im Grunde überhebelt, gerade im Gewerbeimmobiliensektor. Die kleineren Regionalbanken, die machen ja 70% aller Kredite in diesem Commercial Real Estate Bereich aus, also hat man da besondere Verwundbarkeiten, könnte man sagen. Und mal anekdotisch hier ein Beispiel rausgegriffen, hier zum Beispiel das Xerox Building in Washington DC, das jetzt für 25 Millionen Dollar verkauft wurde. Das ist 2011 noch verkauft worden für 145 Millionen Dollar, hat also einen Verlust von 83% mal eben erlitten. Diejenigen, die das gekauft haben, die wollen jetzt Apartments draus machen, in der Hoffnung, dass man das Ganze dann wieder werthaltig machen kann. Aber seit Corona ist eben die Belegung vor allem von Büros deutlich zurückgegangen. Dadurch versuchen die Firmen, ihre Flächen zu verkleinern. Dadurch sinkt die Nachfrage nach eben Büroflächen. Das wiederum entwertet diese Gebäude. Das wiederum ist ein Problem für die finanzierenden Banken, respektive die Kreditnehmer, die solche Gewerbeimmobilien gekauft haben, über Kredit bei den Banken. Jetzt sagt die Bank, Mensch, deine Gewerbeimmobilien, die ist aber deutlich weniger wert. Wir brauchen neue Sicherheiten. Du musst Geld nachschießen, sonst hast du ein Riesenproblem. Und genau das ist das, was die Financial Times hier aufzeigt.
Viele, die sich Kredite besorgt haben für den Kauf von Gewerbeimmobilien, müssen entweder jetzt neues Kapital reinstecken oder sie müssen sozusagen diese Gewerbeimmobilie an die Bank abgeben oder sie müssen eben in einen sich dramatisch abkühlenden Markt hineinverkaufen. Das wiederum sorgt für Druck bei den Preisen in diesem Markt. Jetzt sehen wir, dass dieser KRE Regionalbankenindex 9% in 2 Tagen gefallen ist. Das ist doch eine ziemliche Menge, wie wir hier konstatieren müssen. Und hier sehen wir mal, dass das Ganze, wenn wir das jetzt mal als Gesamtereignis betrachten, nämlich das, was im Frühjahr, März, April 2023 passiert ist und mit heute dann fortsetzen und das Ganze in Relation setzen zur Finanzkrise. Damals waren die Assets, um die es ging, also die Bilanzvolumina von Banken, die in Schieflage waren und pleite gingen, deutlich geringer als heute. Aber es waren halt auch weniger Banken. Wir hatten ja 4 Banken, die pleite gegangen sind. Silicon Valley, Signature und wie sie alle heißen. Und diese New Yorker Bank, die Community Bank, die war ja diejenige Bank, die Signature übernommen hat. Und da hat man offenkundig dieses Schlucken der Signature Bank doch deutlich schlechter verdaut. Also das ist jetzt die Entwicklung, die derzeit im Fokus ist, auch der Anleihemärkte. Und viele fragen sich, warum fallen eigentlich die Renditen? Gestern hatte ja Jerome Powell mehr oder weniger gesagt, also wenn es nach mir geht, werden wir im März die Zinsen nicht senken. Das ist ja normalerweise bullisch für Renditen, weil eben Zinsen später sinken, wenn sie denn überhaupt sinken. Aber wir sehen, es geht weiter nach unten mit der Rendite. Jetzt gibt es dafür 2 Gründe. Der erste Grund ist natürlich vielleicht eine sehr bärische Positionierung. Also hier sind viele auf steigende Renditen haben spekuliert, zum Beispiel Hedge Funds. Und die kommen unter Druck natürlich, wenn die Renditen fallen, also die Kurse steigen, dann müssen die eindecken. Das könnte dazu führen, dass eben dann die Renditen fallen. Der andere Grund ist eben vielleicht aber auch die Bankenkrise, die jetzt praktisch wieder nach oben schießt und damit eine Flucht in die Sicherheit von Staatsanleihen bedingt. Das sehen wir schon an 2 Dingen. Hier etwa mal das Verhältnis von US-Staatsanleihen zu sogenannten High-Yield-Bonds, also zu Junk-Bonds, zu Unternehmensanleihen mit schlechter Bonität. Hier sehen wir, das ging eigentlich permanent nach unten, weil die Investoren gesagt haben, ach weißt du, Junk-Bonds, High-Yield-Bonds, das ist kein Risiko, ist doch alles schick. Jetzt sehen wir, dass das Ganze hier nach oben schießt, dass also eine Umschichtung passiert in US-Staatsanleihen, raus aus Junk-Bonds, raus also aus höheren Risiken, rein in die Sicherheit, wenn man so will. Und das sehen wir auch unter der Oberfläche auch an den Aktienmärkten. Consumer Staples, also langweilige Güter des täglichen Bedarfs, was weiß ich, Rasierschaum, Toilettenpapier, Hersteller von solchen Produkten, die entwickeln sich besser als der S&P 500. Auch das ein Zeichen für eine Flucht in die Sicherheit. Aber gestern hatte Powell 2 Dinge gesagt. Erstens, wahrscheinlich keine Zinssenkung im März. Und drittens, oder zweitens, so muss es heißen, hat er gesagt, also wir sprechen dann ab März mal drüber, wie es mit der Bilanzreduzierung ausschaut, ob wir da die Reduzierung verringern oder halt nicht. Jetzt sagt NatAlliance, also die Fed macht vielleicht wieder denselben Fehler, indem sie sagt, wie viele gestern ja auch gesagt haben, naja, diese New Yorker Bank da, das ist ja ein Einzelfall. Aber dann kommt der nächste Einzelfall und der nächste Einzelfall und so war es auch in der Finanzkrise, hat man auch am Anfang gesagt, Einzelfall hat doch überhaupt kein systemisches Risiko. Genau das könnte sich als falsch herausstellen und heute waren dann viele Analysehäuser gezwungen, ihre Zinserwartungen nach hinten zu schieben. Barclays, Goldman Sachs und The Bank of America haben alle jetzt ihre Erwartungen auf Mai oder sogar auf Juni verschoben. Hier, Jim Cramer hat ausnahmsweise mal recht, wenn er sagt, naja, Paul hat nie irgendwie klar gemacht, dass im März die Zinsen sinken könnten. Naja, so ein bisschen hat er den Märkten natürlich hier Anreize gegeben, als er auf der Dezember-Pressekonferenz nach der FED-Sitzung gesagt hat, ja, wir haben über Zinssenkungen gesprochen. Also ist das ja das, was den Banken helfen würde, natürlich Zinssenkungen oder diesen Regionalbanken helfen würde. Aber warum Zinsen senken, wenn die Lage sich so darstellt wie heute im ISM-Index, der war deutlich besser als erwartet.
mit 49,1 zwar nach wie vor schrumpfend, aber deutlich langsamer. Vor allem aber sehen wir New Orders sehr, sehr stark. Höchster Wert seit Mai 2022. Wir sehen überhaupt den besten ASM-Index jetzt seit Oktober 2022. Der Index ja über 20 Monate unter der Marke von 50, also schrumpfend. Industrie also schrumpfend in den USA. Aber vor allem wichtig, wir haben die höchsten Prices paid seit April 2023. Hier gehen also die bezahlten Preise wieder offenkundig deutlich nach oben, wie wir hier sehen, nachdem hier ein Boden gefunden wurde. Und das macht es für die Fed natürlich jetzt nicht einfacher, die Zinsen zu senken, zumal wir heute ganz frisch den Atlanta Fed GDP-Tracker bekommen haben für das erste Quartal, also für das, was jetzt noch läuft, nämlich dieses Quartal. 4,2% nach aktueller Schätzung, eine Aufstufung von 3,0% noch vom 26. Januar. Also dringend geboten, die Zinsen zu senken in einer Wirtschaft, die 4-5% wächst in den letzten Quartalen, zumindest formal wächst. Da ist ja viel über Schulden letztendlich passiert durch die Biden-Regierung. However, das ist also jetzt dieses Spannungsfeld. Auf der einen Seite hast du offenkundig das Wiederaufleben der Krise im Bankensektor und auf der anderen Seite hast du eine formale wirklich starke Wirtschaft. Was also tun? US-Notenbank, da werden sich wahrscheinlich viele FED-Mitglieder jetzt zusammensetzen und mal überlegen, was ist denn da eigentlich los an den Märkten? Für viele Privatanleger ist die Sache klar, es wird nach oben gehen. Jetzt die neuesten Daten zum Optimismus. 49% sind bullish, nur noch 24% sind bärisch. Einer der höchsten Werte der letzten Jahre. Und wir sehen auch die Vermögensverwalter hier, NAAIM, haben nochmal ihre Investitionsquote jetzt nach oben geschraubt. Die waren ja noch am 17.01., als die Märkte einen Boden gefunden haben, unterinvestiert mit 53%. Dann letzte Woche 84%, jetzt 87%. Also es ist nicht so, dass jetzt nicht hier oder dass hier allgemeiner Pessimismus herrschen würde. Und wenn wir uns jetzt mal den abgeschlossenen Januar anschauen bei den US-Aktienmärkten, hat der S&P ja 1% mehr oder plus 1% zugelegt, also ein gutes Prozent zugelegt, so muss es heißen. Aber nur 4 Sektoren haben zulegen können. Es gibt ja 11 Sektoren im S&P 500, aber nur Tech, Healthcare, die Finanzwerte und Communication Services haben zulegen können. Alle anderen Sektoren haben verloren. Also das war doch durchaus jetzt nicht ein breit gefächertes, eine breit gefächerte Rallye, könnte man sagen. Die schlechtesten 10 Aktien übrigens angeführt von Tesla mit minus 24,6% im Januar. Und insgesamt die Lage an die Aktienmärkte von den USA. Gucken wir uns mal hier einen Tweet von Ron Walker an. Der sagt, wir haben jetzt hier ein ähnliches Muster wie damals an dem Top im Juli. Negative Divergenzen RSI und MACD. Und im Juli war es so, dass wir da eine dicke rote Kerze bekamen. Dann nochmal 2 Handelstage in Folge mit einer Erholung, aber tieferen Hochs. Und dann ging es kontinuierlich nach unten bis Ende Oktober. Wird sich das so wiederholen? Möglich. Kommt natürlich ein Stück weit darauf an, wie jetzt die Zahlen ausfallen heute von Apple, von Amazon und von Meta. Und hier sehen wir mal, was da erwartet wird an Volatilität. Nämlich bei Apple so eine Bewegung von 3-4%. Das preisen die Optionsmärkte ein. Bei Apple sind es schon, bei Amazon sind es schon 6% und bei Meta sogar 7%. Also da wird einiges erwartet, was da heute passieren könnte. Apple heute leicht im Plus. Aber man hat oder man ist relativ nahe an der 200-Tages-Linie. Das wird also sehr wichtig, diesen Trend hier aufrecht zu erhalten für Apple, zumal wir jetzt in den letzten 6 Handelstagen 6 rote Tageskerzen bekommen haben. Das hatten wir zuletzt im Januar 2018. Vielleicht wird man bis Handelsschluss positiv sein. So sieht es zumindest derzeit aus. Aber dann wird es natürlich darauf ankommen, 22.30 Uhr, wie die Zahlen von Apple ausfallen. Wie schaut es aus mit den iPhone-Verkäufen? Das wird die zentrale Frage sein. Noch kurz zu anderen Dingen. In Geopolitik hier, die Amerikaner haben offenkundig entschieden, jetzt iranisches Personal in Irak und Syrien zu attackieren. Nach dieser Geschichte in Jordanien, als eine US-Basis angegriffen wurde mit 3 toten amerikanischen Soldaten. Die Amerikaner, die haben jetzt gesagt, ja, das war zwar eine irakische Gruppe, aber die Iraner, die haben praktisch diese Drohne geliefert, gell? Also, ne, die waren das indirekt, weil die die Drohne geliefert haben. Jedenfalls dürfte das jetzt demnächst passieren. Mal sehen,
ob damit eine weitere Eskalation verbunden ist. Und wenn wir jetzt nochmal nach Europa kommen, hier haben wir die Inflationsdaten, die ein bisschen höher waren als erwartet, mit 2,8 statt 2,7%. Und hier allerdings Oxford Economics, die sagen, also alleine diese Probleme im Roten Meer aufgrund der Angriffe der Houthis dürften in der Headline-Zahl 0,3% Inflation dazu bringen und in der Kerninflation sogar 0,4%. Und das macht es für die EZB natürlich schwieriger, auch wiederum die Zinsen zu senken, auch wenn Lane, der Chefvolkswirte der EZB, das wiederholt, was Lagarde schon gesagt hat, nämlich wir gucken vor allem auf die Löhne, auf die Lohnentwicklung in Sachen Inflation. Lane fügt hier noch hinzu, wir gucken aber auch auf die Gewinne der Unternehmen. Also, das sind die zwei Kriterien, die es jetzt in Sachen Zinsen in der Eurozone zu beachten gilt. Zu beachten ist das, was in diesem Artikel zu lesen ist, meine Damen und Herren, nämlich eine Vorschau auf Apple, Amazon und Meta mit den Quartalszahlen. Was ist da zu erwarten? Was ist das, was die Märkte erwarten, wenn es besser kommt? Was passiert dann nach oben oder nach unten, wenn es schlechter wird? Da die letzten Informationen. Wir berichten bei Finanzmarktwelt ab 22 Uhr. Über Meta und Amazon und dann 22.30 Uhr über Apple und Bankenkrise. Das ist das, was auf dem Spiel steht. Lächerliche 560 Milliarden Dollar bei Gewerbeimmobilien. Wenn Sie sich das mal anschauen wollen, dann verstehen Sie etwas besser, wie diese ganze Gewerbeimmobilienproblematik entsteht, was da dranhängt. Also diese beiden Empfehlungen und ab 22 Uhr reinschauen bei Finanzmarktwelt. Ich sage Servus, ciao.